Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dorfromantik. Und bevor wir mit dieser neuen Runde starten, möchte ich erstmal auf eine Frage aus der Community eingehen. Die habe ich zwar schon in den Kommentaren beantwortet, aber ist vielleicht nicht uninteressant. Da kam nämlich die Frage auf, ob man den hier bei den nächsten drei Karten, die man im Stapel sehen kann, ob man die verschieben könnte von der Reihenfolge. Das ist nicht möglich. Ich habe mich ausführlich mal in den Einstellungen umgeguckt und habe auch hier schon verschiedene Sachen probiert. Das geht leider nicht. Wobei ich mir hier gut eine Option vorstellen könnte für einen anderen Spielmodus, nämlich dass man hier unten zum Beispiel ein Deck bekommt und vielleicht einstellen kann, entsprechend ja, des Schwierigkeitsgrades, dass man hier mehr oder weniger Karten zu sehen bekommt. Und vielleicht auch dann aus diesem Deck hier unten Karten legen kann, alle offenen Karten legen kann, wie man das gerne möchte. Vielleicht eine kleine Anregung an die Entwickler. Das Spiel ist ja gerade erst erschienen zum Zeitpunkt der Videoaufzeichnung. Vielleicht kommt da ja noch was. So, aber jetzt spielen wir erstmal wieder ein gemütliches, entspanntes Ründchen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. So, mal gucken. Gehen mal auf verschiedenen Seiten an. Quest erfüllt. Wasser, Häuschen. Noch ein Häuschen. Ihr kennt das Ganze ja schon. Ansonsten schaut euch doch gerne auch mal die bisherigen Folgen Dorfromantik an. Wunderschön. Da das eine Haus noch hin. Wahrscheinlich gar nicht. Die Dinge. Ach, Aufgaben erfüllen ist doch schön. Leider immer nur ganz bestimmte Karten rein auf bestimmte Felder. Das habe ich noch nicht so hundertprozentig raus. So, Wasserwege. Wieder entsteht eine wunderschöne dorfromantische Landschaft. Ja, auch gar nicht schlecht, wenn man Karten wieder rausnehmen könnte. Hier noch erfüllen. Ich habe gar nicht aufgepasst, als ich das Feld angelegt habe. Einunddreißig. Hier nicht anlegen lassen, richtig.
Warum auch immer das so ist. So, Häuschen und Gleise. Schaut doch ganz nett aus. Leider gibt es zwischendurch auch immer mal so nutzlose Karten, wo man sich im Zweifel gut überlegen sollte, wo man die anbaut. Schauen, ob wir vielleicht in der Runde auch wieder eine Special Card frei bekommen. Oder vielleicht auch nicht. Punkte, Karten. Ja, damit. Wasserwege und Gleise. Mal gucken. Oder damit später mal irgendwas anfangen können hier oben. So, 21. 4, 17. Dann glaube ich hier unten weiter anlegen. 2. Hier kommen wir aber leider nicht weiter. Trotzdem lege ich das mal hier hin. Vielleicht bekommen wir da irgendwann mal so eine Seehaltestellenkarte, die wir vielleicht hier reinlegen können. Hier ist leider auch ein Specialfeld. Woanders haben wir kein Wasser. Also probieren wir es mal an der Stelle. Jetzt mit den Gleisen nicht weiter. Mal gucken, wo können wir denn neue? Hier können wir noch anlegen. So. So, hier geht's weiter. Häuslein, wir bräuchten doch bald mal wieder Punkte. Nicht schaden, aber wenn die Karten ganz leer sind, ist es auch schwer, etwas anzulegen. So, 53 Wald. Wir versuchen es mal hier. Wasserwege, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Passt nicht, passt nirgendwo hin. Aber vielleicht hier, und wenn wir dann mal eine Kurve dabei haben, naja, schauen wir mal. So, hier nochmal eine Bahnstrecke. Müsste man an und für sich auf Wasser warten. Sehr schön. Das ist ein schöner großer Wald hier. Oder vielleicht auch nur ein ganz kleiner. Mal gucken. So, 7. Vielleicht klappt das ja auf einen Schlag, je nachdem. Nein. Nein, warum nicht? Nicht.
Kann ich es zwar anlegen, aber dann sagt er hier nicht erfüllt. Warum? Warum? Probier das jetzt mal. Okay, Aufgabe geschrottet. Das erschließt sich mir nur aber nicht. Wenn ihr da eine Idee habt, warum das gerade so gewesen ist, dann schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare. Mensch. So, Häuschen. Häuslebauer. So. Oben kommen dann erstmal die ganzen Schrottkarten hin. Das passt wieder. Das passt auch. Also, was ist mit dir hier? Nein, sagt er wieder. Ist nicht. Gut, man muss das auch nicht immer alles verstehen. So, hier kommen wir weiter. Hier kommen wir auch weiter. So, Flussbiegung. Bahnstrecke. Ach, guck mal, das geht. Mal gucken, ob wir die passenden Felder hier noch irgendwie zueinander bekommen. Ich nehme mal an, so die besonderen Felder, wo man jetzt auch nur spezielle Karten hinlegen kann. Dass die sich auch mehr oder weniger zufällig ergeben. So, ich habe nur noch zwei Karten übrig. Da kommen wir auch schon wieder relativ schnell ans Ende so einer Spielrunde. Schön schaut's aus. Das bringt mich nur nicht dahin, wo ich hin möchte. Fünf. Kann ich vielleicht hier die Felder miteinander verbinden? Ja, bringt mich aber auch nicht weiter. Genau wie mich das hier auch nicht viel weiterbringt. Ja, mal eine kurze, knappe Runde. Ich habe ja gesagt, immer mal wieder, wenn ich zwischendurch Lust habe, zocke ich mal wieder eine Runde. Ich will da auch keine epischen Folgen draus machen. Einfach einmal mal wieder zwischendurch immer mal wieder einen nachlegen oder vielleicht auch zwischen zwei Spielen einfach mal wieder eine Runde. Dorfromantik hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sehr euch das gefällt und wie die Zuschauerzahlen dann auch letztendlich ausschauen, ganz offen und ehrlich gesagt. Ja, und wenn ihr keine weitere Folge Dorfromantik verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.